Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze. In diesem Video geht es um den Karo 45T, einen Clan Wars Belohnungspanzer. Es ist auch der einzige Tier 10 Panzer, den ich auf meinem Account nicht habe, da ich seit Jahren kein Clan Wars mehr gespielt habe und ja, deswegen den Panzer nicht in meiner Garage habe. Ich habe allerdings über die letzten Jahre in regelmäßigen Abständen ganz konsequent hinweg Wargaming ganz nett in die Seite gepiekst und gefragt, ey Vicky, wie wär's denn? Wollt ihr mir den Karo leihen, damit ich ihn 3 marken kann? Danach könnt ihr dann auch gern wieder zurücknehmen, weil das ist ein Tank, den man nicht behalten möchte. Vicky hat konsequent abgelehnt. Doch nun, Beginn 23, dachten sie sich, ey, Mailand, du hast mal nach dem Karo gefragt. Hier, nimm ihn. Jetzt habe ich einen Karo auf meinem Account und kann ihn 3 marken. Danach wird er mir wieder abgenommen. Kommen wir ganz kurz auf den Karo zu sprechen, bevor wir über CW ganz kurz sprechen. Der Karo ist ein besonderer Zehner, weil er in keiner Eigenschaft besonders gut ist. Er ist eher so eine Art Jack of all Trades. Ein bisschen Mobilität, bisschen Panzerung, bisschen Autoloader, alles so lala. Das mag in vielen Situationen von Vorteil sein, aber häufig wünscht man sich dann doch vielleicht bessere Mobilität oder richtige Panzerung oder vielleicht richtige Feuerkraft oder richtige DPM. Ich habe schnell gemerkt, dass der Karo sehr frustrierend sein kann. Jetzt in den ersten 40, 50 Spielen, die ich damit hatte, bin damit auch am Anfang überhaupt nicht klargekommen. Das lief wirklich überhaupt nicht gut. Aber habe mich nun so langsam ein bisschen eingegroovt mit dem Fahrzeug und weiß, worauf ich achten muss. Das Gunnling ist nicht gut, die Genauigkeit ist nicht gut und die DPM ist besonders schlecht. Dazu kommt dieses ganze Auto-Reloader-System. Nicht das Verbesserte der Heavies oder der Jagdpanzer, sondern das Schlechte, das Ursprüngliche. Und das ist schon, ja, in dieser schnellen Meta schwierig manchmal, sagen wir mal so. Achso, und ich stehe damit gerade übrigens kurz vor der ersten Gunmark, nach ungefähr 40, 50 Gefechten, würde ich schätzen. Andere Streamer haben dafür für die dritte Gunmark insgesamt sehr lange gebraucht. Chess-Genie, glaube ich, mit 800 Gefechten, Dakeso mit 500 Gefechten. Ich hoffe, dass das Ganze etwas schneller gehen wird hier bei mir. Aber wer weiß. Das ist sozusagen jetzt Part 1 und in Part 2 wird es dann hoffentlich mit den finalen Matches, also mit dem Weg zur zweiten und dritten Gunmark geben. Mein Deal mit WG besteht darin, dass sie mir den Karo leihen bis zur dritten Gunmark und ich euch im Gegenzug erkläre, wie ihr den Karo selber bekommen könnt, beziehungsweise andere Clan Wars Belohnungspanzer bekommen könnt. Dazu müsst ihr in einem Clan sein und an der nächsten Clan Wars Kampagne teilnehmen. Die findet am 13. Februar statt und geht bis zum 27. Februar und während dieser 2 Wochen müsst ihr jeden Abend aktiv spielen. Die Gefechte finden im Zeitraum von 19 bis 23 Uhr statt, also nicht nur ein bisschen spielen, sondern sehr viel aktiv spielen sozusagen. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr euch genügend Bonds, also Anleihen, freispielen, um in einer Auktion teilnehmen zu können, wo ihr dann auf verschiedene Fahrzeuge bieten könnt. Alle diese Fahrzeuge, by the way. Oder ihr platziert euch unter den besten 10.000 und habt dann automatisch Zugriff oder Anrecht auf einen dieser Panzer. Ich werde diese neue Clan Wars Kampagne wahrscheinlich nicht mitspielen, weil es für einen Streamer nicht wirklich geeignet ist. Die Gefechte gehen bis spät in die Nacht. Es wird mit Verzögerung gestreamt, was für mich das ganze Live-Streaming-Echtzeit-Übertragung-Konzept ja, kaputt macht oder dem widerspricht. Und dazu ja, halte ich von der Meta auf Stufe 10 mit Chieftain 279 und Yada relativ wenig. Es wird ein neuer Belohnungspanzer verfügbar sein diesmal. Ich werde ihn dann wahrscheinlich auch nicht haben und nicht testen können. Obwohl dann vielleicht 2026, wenn WG mit denen für eine dritte Gunmark überlässt. Aber schauen wir mal. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gern eure Meinung in den Kommentaren zum Karo, zur Clan Wars Geschichte oder zur ganzen Clan war allgemein da. Ich freue mich immer von euch zu hören. Oha, let's go, das hat gefehlt. Süden? Aus dem Süden? Yes, super. So, wir haben einen EBR, der ist definitiv als erster auf dem Hügel. Wir haben auch eine Badget. Die Gegner haben bis auf den EBR keinen wirklich superschnellen Tank. Also die Badget könnte hochfahren. Dann noch ein TVP mit ranziehen. Yes, yes, always. Let's do it. Verlege auf K4, bitte lass das den Hügel sein. Digga, du fährst auf den scheiß Hügel mit deinem EBR. Doch, 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 doch. Come on.
schenkt man dem Gegner halt den Hügel. Warum nicht? Den Intra-Clip verschätzt, lol. Ja, ne, ich meine, wir gewinnen den Hügel jetzt nicht. Das, was der Wedget macht, ist nicht so smart. Aber guck mal, wie die bluten dafür. Also selbst wenn man nicht hochfährt, versuchen den Hügel einfach zu bestrafen. Das, allein das ist schon wichtig. Oder es lohnt sich schon. Ja, ich bin leider gestunt und leider noch im Reload. Wird Gender den M60 in seine Lupe beschießen. Es dauert noch ein bisschen, bis ich schussbereit sein werde. Das war zwar nicht die Luke, das war der Turm. Hab ich hier die Luke geaimt? Egal, Damage ist Damage. Das ist einfach mitnehmen, was geht. So, kurz safe fahren. Artie ist nämlich auch gleich wieder durchgeladen. Erstmal entspannt durchladen. Booster, ja, danke schön. Daran hab ich gar nicht gedacht. Digga, ernsthaft. Wichtig. Sehr wichtig. Hier reingeschossen, aber der Cover, der war wichtiger. Na gut. So. Jetzt zieht durch, oder wie? Noise Shot. Nicht vergessen, dass meine Panzerung nur auf dem Papier existiert. Okay, interessant. 60 hat jetzt von hinten Probleme, das ist gut. Ich überlege gerade, wie ich davon profitieren kann, dass unser Team da pusht. Dass er bis hier rausfährt. Schön. Hier fahren wir den Boden rein. Cool. Oh, er hat Arm zu, ne? Das passt. Chinese brennt gern. EBS raus, klar, der Mann. Mir läuft viel zu gut, ich muss erst gleich mal ein paar P wegschmeißen. Straight in sein Emerald. Oder auch nicht. Komm mal, ich probiere das Emerald hier. Ah nee, okay, ich lade mal einen nach.
Jetzt komm. Oh mein Gott. Höchste Damage-Runde bis jetzt. 6-9 auf Min aus dem Süden. Ausgerechnet das. Lul. Aber super. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Einschätzung, warum Skill damals für den Karo nicht für die dritte Gunmark behalten durfte, aber du ihn bekommen hast? Keine Ahnung, ich habe nichts mit WG bzw. Skill zu tun. Ich weiß nicht, was damals die Abmache war oder was da die Umstände waren, I don't know. Ich meine, ich habe den auch noch bis zur dritten Gunmark und dann wird er wieder gelöscht von meinem Account. Ja, beste Runde bis jetzt, ne? Auf den E7, das war ein bisschen schade. Da wäre auf jeden Fall ein Blow-Up drin gewesen, hier schon Munitionslager beschädigt. Er hätte da einfach nur noch einen Schuss auf seine Schulterplatte gesessen und nicht in seinen Turm oder so, wären das nochmal 1000 Damage mehr gewesen. Ne? STB1? Was ist denn da los? What? Also ich würde nicht sagen, dass da keine Gegner stehen, die stehen jetzt alle auf A0 wahrscheinlich. Und da ist einfach niemand. Achso. Klassiker. Oh, Doppeltrack. Krass, repariert er schnell. Er hat kurz den M60 Full HP geammerigt. Kein Problem. Ich glaube, der SCP ist derjenige, der den ganzen Assist dafür kassiert. Okay, na, das könnte noch wild werden hier. Ich warte mal. E4. Oh, Vorsicht, STB. Jetzt fährt er alleine da hinten rein. Ich weiß ja nicht. Ja, das ist jetzt schlecht, weil der kann mir nicht helfen. Ich warte einfach. Der STP rollt. Hä? Ich verstehe gar nichts. Helfen. Schotter umfüllen. Nicht gespottet. Kommt auf jeden Fall ran, aber er bewegt sich so schnell, deswegen schwer zu treffen nach Marker. STB scheint jetzt Low-AP zu sein, oder? Nevermind. Oh, der ging zu spät. Okay, das heißt, STB wird jetzt wahrscheinlich endgültig Geschichte sein. Genauso wie das 60. Super. Hab ich den gespottet? Ne, ich habe keinen Assist bekommen. Das ist kein Aquarium hinter mir. Das ist ein Regal mit einem Panzer. Was hatte gestern auch schon jemand gefragt? Warum sieht denn das so sehr nach Aquarium für euch aus? Irgendwas muss doch da stehen, was euch direkt zur Annahme verleitet. Oh ja, Aquarium. Gut, Gun. Gehen wir jetzt durchpushen, ne? Ich glaube, der gegnerische Leo, der steht da gar nicht, weil der hat ja vorhin da ewig mit diesem STB getanzt. So, dabei.
Also ich glaube, Potenzial ist hoch, ne? Ich warte nochmal auf den E4, wenn der da aufgeht. Ich kann komplett reinhalten hier. Ich stehe direkt hinter ihm. Ich könnte da auch ranfahren. Komm in den VZ rein. Let's go. Achso, dieser große Schutthaufen ist im Weg. Ja, abgefrischt. Er steht vor mir. Nein. Und er checkt, dass ich hinter ihm stehe. Wow, krass. Der Ronny, der in alle reinfährt. Super. Der TVP entlädt seinen gesamten Schuss. Seinen gesamten Clip in der Zeit, in welcher ich einen Schuss im Clip nachlade. Verrückt, oder? Das hat der Ronny. Ja, ja, du mein Guter. Ah, shit, der Leo in der Ecke. Den habe ich vergessen. Don't do it, Leo. Don't do it. Ah, er hat das hier, glaube ich, zerschossen. Ich glaube, der Schuss war für mich gedacht. An meine Richtung abgegeben. Das sieht wohl halt an, das wird nichts. Ah. Wenn ich mir das so anschaue hier, so gut sieht das irgendwie gar nicht aus, ne, für uns. Shit. Ich hau mal ab. Oh ja, ey. Ging zwar noch ein Tank vorne, aber HP-technisch, ne? Extrem zurück. Extrem HP Disadvantage. Jetzt will ich aber nicht wegfahren, weil eventuell der Leo gleich aufgeht. Mein Leo, der die ganze Zeit da hinten steht. Da bin ich mir nicht sicher, ob er wirklich weiß, was er tut. Okay. Was ein Witz. Nix. Das war auch nix. Wow. Steht die Arti da schon zu tief? No. Gesehen. Und der ist jetzt wohl von hinten. Ich weiß es nicht. Schatten hat gerade gefeuert. Scheiße, jetzt konnte ich mich gar nicht auf den Leo entlernen. Blöd. Soll mich nicht gesehen haben, ne? In dem Baum. Okay. Verrückt. Jetzt habe ich allerdings ein Problem da mit diesem E5, der anrückt.
kann gerade nicht schießen, weil das Ding im Weg ist. Ich auch nicht. Okay, gut, wichtig. Versuch mal auszubrechen hier aus der ganzen Situation. Wie zur Hölle lebe ich noch und wie haben wir noch einen Fuß in dieser Runde? Der guckt in die komplett falsche Richtung. Okay, bieten kann ich nicht nochmal, weil Adi. Ah, Karo in a nutshell, sage ich euch, Leute. Karo in a nutshell. Schön gewartet, bis er reinfährt da. Schön seitlich rein. Er snappt denn aus der Fahrt. Mensch, was geht daneben? Beziehungsweise in seinen Turm. Ey, geile Runde, Mann. Sehr, sehr geile Runde. Holy moly. Zu Beginn war es ein bisschen rumgemime da auf der 1-0er-Linie, meine ich. Ja, noch nie so hart für 6k Damage gekämpft, wirklich. Ich meine, 6k mit diesem Panzer fühlt sich an wie 10k mit jedem anderen 10er Medium. Ne? Das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. 6,5, was habe ich denn noch geblindet? Den Kollegen nicht, den Kollegen nicht. Den Kollegen nicht? Hold up. Hä, ich habe den Leo zweimal oder einmal oder zweimal blind getroffen. Das war nicht blind, das war nicht blind, das war nicht blind. Wo habe ich denn den Leo blind getroffen? Bei meine Blindshots in dem Busch da hinten, die haben nicht getroffen. Ja gut, sind nur 1000 B6P, das ist jetzt kein übermäßiges Ergebnis, meine ich. Deswegen bin ich, oder nur eine dritte Klasse. Sehr gut. Zum Glück habe ich nicht auch extra lang durchgeaimt. Was ist denn das hier für ein Match gerade? Steht denn hinten in der Ecke keiner? Also damit meine ich A1. Der V30er, der farmt da entspannt halt down den E50. Wie soll ich denn das verstehen? Interesting. Ja, ja, EBR geht jetzt an die Manti ran, ne? Bin wieder offen, aber der soll den jetzt sehen. Ganz genau so. Oh shit. Okay. Hi. Ach so. Ich treffe die Kanone der Grille und nicht den Leo, der da direkt dahinter stand. Gut. Okay. Die haben mich beide also abgeaimt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ja, hätte ich aber auch selber wissen können. Cool. Naja. Nö, passt doch. Gerne die hinten an die Heavys. Oh. So, hinten an die Heavys ranfahren. Ich meine, wenn ich gestern in der Session 1 gelernt habe, dann heißt es einfach rumstehen und nichts machen. Gar nichts versuchen, einfach rumstehen. Das ist das Beste in der Meta. Einfach irgendwo stumpf rumhocken und warten, bis was passiert. Und hier sind die Gegner alle schon, oder was? Crosser Shit. Crosser Shit. Ich sehe schon, wie Standard B und Standard und Amex 50B durchdrehen. Ach, und der Hannes ist aber gut. Ja, ich hab. Ja, komm, halt's mal mit deiner Adi.
Der EBR von der einen Seite mich spottet. Grille hinter mir gekillt. Na gut, nee, dann renne ich mal hier rüber, ne? Das könnte, glaube ich, ganz gut sein. Yes! Dammit. Die haben keinen einzigen Panzer da hinten stehen gehabt. Bis auf die TDs, die vorher schon offen waren, ne? Sind denn die jetzt auch beide gestorben? Krass. Ja gut, das heißt aber, dass ich an den TNH einfach hinten ranfallen kann und ihn killen kann. Das ist sehr gut. BZ hat geschossen. 68 ist der 9er. Der lädt 12 Sekunden oder so. Eigentlich muss ich warten, bis der TNH schießt. Ach, der hat die Single-Schleuder. Single-Shoot-Kanone. Das ist eigentlich auch fast egal. Laden jetzt entspannt. Right, gut. Das hat funktioniert. Ich bin überrascht. Das hat funktioniert, wow. Wait, unser EBR ist nicht tot. Ah, ich cruise da rum. Gut. Ab rüber. Ab in die Mitte. I guess. Die Mucke ist halt auch wieder wild, oder? Ich werde jetzt versuchen, hier aus der Mitte, aus diesen Bäumen zu spielen. Die sind leider alle in die falsche Richtung umgefahren, sag ich mal. Aber ich glaube, ich kann sie... Nee, scheiße, ich kann die nicht mehr nutzen. Ready to fire, mein Guter. Bereit, um da 4 Schüsse reinzupumpen. Brauch nur einen Spot. Jawohl. Da ist ein Gebäude. Ja, lol. Upsi. Sehr gut. Der Stritz steht da, der hat gerade gegen den Felsen geschossen. Ganz, ganz wichtig. Unser EBR macht einen phänomenalen Job, das muss ich mal hervorheben. Noch liegt da oben keiner. Der Stritz, der eiert schon da oben rum. Ach, die haben noch einen Leopard. Wo war der denn die ganze Zeit? Steht auf einmal bei E1. Mhm. Richtiger Gamer, ey. Ah, okay. Da steht er oben im Gebüsch drin. Ah, er hat's übertrieben. Schade. So, ihr ganzen Armchair Generals, wie gewinnt man so eine Runde? Was muss ich denn jetzt hier machen, um irgendwie vorwärts zu kommen? Oder was sollte ich denn hier machen? Also ich... Gegen die BZ, das da drüben ein Riesenkreuzfeuer. Ich glaube, das sollte ich komplett vergessen, diesen Part der Map. Ich glaube, was funktionieren könnte, wäre die Einserlinie zu pushen. Dafür darf da aber halt keiner mehr stehen. Die Mitte anzugehen ist, glaube ich, nicht möglich, ne? Also da, die Pussy ist sehr gut, was unsere Leute da machen. Aber bringt uns halt nicht wirklich weiter. Wir brauchen einen offensiven Play, sage ich mal, damit funktionieren kann. Der Stritz steht da, wo er das letzte Mal offen war. Der Leo ist wahrscheinlich nach A1 zurückgefahren. Den sollte ich erstmal versuchen zu blinden. Weil da gibt es nur ein Gebüsch neben dem Felsen. Da, wo die immer drin stehen, die Leute. Sollte ich gleich sehen. Das sollte ich vielleicht erstmal versuchen. Bevor ich hier weiter... mir weiter Gedanken mache. Ah, damit. Ist sehr schwer einsehbar von hier oben.
Kante vom Stein, Meter links daneben, ja. Hit. Okay. Okay. Der T30 denkt sich so, da schießt einer blind, ich mach mit. Hopp. Okay, da ist Arti, da sind beide Artis. Kriegt man den BZ an den Rücken geblendet wahrscheinlich? Ja. Nice, T30, sehr gut. I tried to proxy spot the BZ, das ist eine gute Idee, Stritz. Ich habe ja auch gute Sichtweite, das sollte ich... Also, was ist gute Sichtweite? Ein bisschen Sichtweite. Das sollte ich nicht vergessen. Okay, wenn er da aber gar nicht steht, dann steht er vielleicht da hinten. Da ist er doch. Okay. Damn. Ich glaube aber, ich habe den aufgemacht. Ne? Schön. So, mein mobiles Einsatzschild. Da ist er, genau. Stritzer. Oh, 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 oh. Vorsicht, Leute. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. 50 B-2. Welche Taste muss ich drücken, um das Team in die nächste Runde mitzunehmen? Gab's da nicht eine Tastenkombination für? Junge, ey, das ist ja insane. Wahnsinn. Na? Einfach Wahnsinn. Gut, ich push da rein jetzt, ne? Zeit aufzurücken, vielleicht noch hier zum Schluss was rauszuholen. Ich meine, Spotting ist ja auch nicht verkehrt. Hilft zumindest bei der Gunmark ein bisschen. Morsche! Morning, everybody. Ich hab grad drüber geschossen. Ups. Third person aim in a nutshell in World of Tanks. Ja, wie ich da drüber schieße, verstehe ich auch nicht ganz. Ich meine, selbst wenn ich auf sein Dach aime, kann ich ja nicht drüber aimen, weil meine Kanone. Ja, egal. Nice. Ey, unser Team war so gut, oder? Das muss man doch einfach mal. Muss man einfach mal anmerken. Credit where credit is due. Der EBR hat verdammt gut gespottet. Zum Schluss hat er es ein bisschen übertrieben, aber bis dahin hat er einen guten Job gemacht, hat das mit dem Mino, nicht Mino hier, Manti gut verstanden, hat den geproxied, dann ging der raus zweimal. Das war okay. Dann die Artis zum Schluss, die Kommunikation mit dem Stritz und so, das hat alles gepasst. Okay, die Grille einmal geblindet, den Leo, achso, der stand ja bei der Grille drüben, wie habe ich denn das nicht, das habe ich verkackt, ja, vercheckt. Den habe ich zu Beginn einmal getroffen und dann zum Schluss, glaube ich, nochmal geblindet, ne? Der Suppenkasper kommt dran. Kannst du die Ecke spotten für mich? Stehen da, ich sehe sie bloß nicht. Er piekt jetzt. Na komm, piek mal hoch, bitte. Danke.
Top. Nein, ne? Klick, klick. Beide vorbeigeklickt. Wurde so eben geammerackt bei einem absolut dummen Move. Schön. Digga, dieses Arti-Sperrfeuer, das nervt schon irgendwie so ein bisschen, ne? Schade, ich konnte den 257er gar nicht beschießen. Der ist so schön reingejodelt. Abgeschossen, nice. Versuchen alle gegen den Haldown E7 da drüben zu gewinnen, das wird halt nicht funktionieren. Fuck, Leute. Was machen die? Nicht treffen. Er darf noch einen rausdrücken. Eklig. Konzept, kriegst du den bitte gekillt? Wir müssen den rausholen, sonst ist es alles gleich vorbei. Okay, dann bleib einfach stehen. Noch gar nichts. Ehre. Sieht mir hier gleich entgegen, oder was ist los? Ja, chill da. Jetzt Leo hat den gemacht, super. Achso. Hier habe ich den Schuss verkackt. Gar nicht damit gerechnet, dass er da pieken würde. Schade, war ein guter Fight, ne? Er macht einfach alle Heavys kalt, aber unsere Leute waren auch einfach lost. Du kannst da gegen den Haldown E7 nicht kämpfen. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht.
Ja, der zweite Schuss war ein bisschen ein Meme beim Wegfahren, dass er den trifft. Ja, das war, er sieht sehr wenig von meinem Tank, irgendwie ein bisschen das Heck aus voller Fahrt CS. Ja. Hier drüben hat einfach der Heavy Damage gefehlt da. 50B wurde geamoracked und die standen einfach alle da. Die machen da halt gar nichts. Ja. Schade, dass der Schuss nicht getroffen hat hier. Sehr, sehr schade.